Kämpfe des heutigen Abends oder des Hauptprogramms werden auf jeden Fall die Kämpfe des K.O.-Turniers sein, die ersten Viertelfinalkämpfe, sag ich mal. Yep. Dann haben wir die nächste Paarung. Das Gewichtslimit im Turnier liegt bei 67 Kilo, wird einen Tag vorher eingewogen. Und das ist halt ein sehr interessantes Gewicht. Wie wir gesehen haben, ist die K.O.-Power auf jeden Fall da. Aber die Kämpfer sind auf jeden Fall auch sehr spritzig, sehr schnell. Und haben auch die sehr agile Kämpfer. Ja, also sehr spannende Duelle erwarten uns hier. Und halt auch diese wunderschönen Blitz-K.O.s, wie wir die vorhin auch schon gesehen haben. Coaches hier nochmal für die Kämpfer. In so einem Turnier muss man sich auch auf ein paar andere Taktiken einstellen. Ringfrei Runde 1. Bei Einzelkämpfen. Los geht es. Wesentlich verhaltener als der erste Kampf des Turniers. Vasiljev hier in der roten Ecke fängt gut hier mit Low-Kicks an. Aber auch Dachi aus der blauen Ecke kontert hier direkt mit, den Low-Kicks. Natürlich, umso mehr Low-Kicks man hier im Turnier bekommt, umso schwieriger wird es natürlich. Die Beine machen irgendwann zu. Ja. Und falls man doch hier ins Finale kommen sollte, ist natürlich jeder Low-Kick, den man eigentlich bekommen hat, einer zu viel. Definitiv. Ja, darum ist es immer eine sehr schlaue Sache, hier direkt auf die Beine zu gehen. Dachi versucht hier seinen Reichweitenvorteil auszunutzen. Viel mit der langen Führhand. Beide Kämpfer tasten sich hier noch ein bisschen ab. Ist ganz normal auf dem Niveau. Nee. Ja. Ja, war schon die erste explosive Aktion. Rote Ecke macht ja auch schön Druck. Versucht den Gegner in der Ringecke zu stellen. Geht auch immer wieder schön zum Körper, zur Leber. Um den Gegner auch ein bisschen Luft für die weiteren Runden zu nehmen oder auch Minuten. Aria macht das hier wirklich schön, baut den Druck über die Ringmitte auf, kommt immer wieder explosiv rein, kombiniert den Körper und den Kopf. Dachi aus der blauen Ecke findet aktuell noch nicht ganz so eine Lösung dafür, versucht immer den Gegner ein bisschen lang zu halten, versucht auch immer mal den Frontkicks hier sich Platz zu machen. Das ist nicht ganz so gelingt. Ja. Aria boxt auch sehr variabel, schöne Kombination. Stellt Dachi auch immer am Ringseil. Am besten auch nicht entkommen. Ja, und arbeitet schöne Rechte hier. Arbeitet auch, wie gesagt, schön zum Körper. Körper. So, wieder die harten Low-Kicks kommt immer wieder durch. Immer wieder. Aufs vordere Bein, aufs hintere Bein. Das ist auch ganz clever. Nicht immer nur sich auf eine Seite einschießen, sondern auch da variabel arbeiten. Also für den Gegner natürlich dann umso schwerer. Und da ist der erste Niederschlag. Das war ein Körpertreffer. Genau, der erste Treffer hier zur Leber da durchgegangen ist. Also und Lebertreffer sind mehr als unangenehm. Ja, wer das noch nicht erlebt hat, kann sich das immer nicht so vorstellen. Aber das versetzt den Körper immer eine Art Schockstarre. Und somit war es der erste Niederschlag hier in der Runde Nummer 1. Und damit geht die Runde an Aria. Genau, also die rote Ecke hat jetzt quasi einen Punkt. Und somit dann auch die Runde ist jetzt noch 10 Sekunden. Hier machen wir eine schöne rechte über die Deckung. Auch hier nochmal das gesprungene Knie. Und die rechte kam immer. Und erneut. Ja, der Rundengong rettet nicht. Das heißt, die rote Ecke hat jetzt schon 2 Punkte. Die Punkte werden jetzt quasi über die nächsten Runden mitgenommen. Und Ende der dritten Runde werden quasi die Punkte zusammengezählt und als Punkt-Scorecard quasi genommen. Da sehen wir es nochmal auch hier immer wieder die Ansätze für die Körpertreffer. Box schön oben an und geht dann immer wieder mit dem linken Körperhaken zur Leber. Und auch nochmal so ein bisschen
So ein Lauter, ganz schnell zu den Niederschlag. Angesetzte Runde des Kampfes werden keine Punkte gewertet. Schön die Rechte auf die Deckung. Die Deckung geht somit schön hoch. Und der linke Schopper findet seinen Treffer. Nur sein Ziel, die Leber. Hier sehen wir es nochmal schön. Die Zusatzrunde in dieser Namibia mit dem üblichen Regelwerk, das Verbandes gewertet wird. Also, Sie haben es gesehen, das war auf alle Fälle schon mal eine ganz, ganz tolle Geschichte. Second out of the ring, meine Damen und Herren. Second out of the ring. Somit startet jetzt die zweite Runde und die rote Ecke geht mit 2 Punkten in Führung quasi in die nächste Runde. Und diese Knockouts müssen natürlich jetzt wieder reingeholt werden. Ja, muss jetzt ein neues Mittel finden, hier die Anstürme oder die Kontrolle des Gegners zu ändern und hier versuchen, seinen Gameplan durchzuziehen. Aria dagegen sehr kompakt, weiter im Vorwärtsgang. Arbeitet auch erstmal mit den Low-Kicks vor. Ja, die zweite Runde startet jetzt schon ein bisschen offensiver als die erste Runde. Beide Kämpfer haben sich natürlich jetzt schon etwas abgetastet. Ja, man merkt, sind beide im Kampf drin. Dari versucht sich jetzt nicht ganz so an die Ringseile stellen zu lassen, aber es gelingt ihm nicht ganz so. So, Zeimer sitzt ja ein bisschen mehr mit Kicks zu arbeiten. In der ersten Runde war es nicht ganz so der Fall. Hier wird das gesprungene Knie. Und oh, das war ein harter Treffer. Das war wieder so ein bewerteter Niederschlag. Auch wieder hier die Rechte. Geht jetzt mehrfach schön über die Deckung. Trifft hier wirklich gerade richtig und gut. Und damit war es das. Da kommt das vorbei. Dritter Niederschlag und auch der Ringrichter entscheidet hier, dass der Kämpfer nicht weiterkämpfen kann. Und auch der zweite Kampf des Turniers geht in die rote Ecke. Durch K.O. in Runde 2. Aria Vazidia geht ja quasi als nächster Teilnehmer in die nächste Runde. Hat es wirklich sehr gut gemacht, hat ja die Lücken zwischen Körper und Kopf genutzt und hat sich insgesamt 3 Knockdowns quasi erzielt. Genau. Oder gesichert. Da sehen wir es nochmal immer wieder an dieser Deckung vorbeigeschoben, die rechte Hand. Und hier wirklich schön durchgestochen durch die Doppeldeckung. Das war eine rechte Gerade wie aus dem Boxlehrbuch. Ja. Der Ringrichter zählt hier an, aber wie gesagt. Meine Damen und Herren, vor der Verkündung des Kampfrichterurteils, bitte noch einmal einen großen Applaus an Aria und Dachi. So, meine Damen und Herren, jetzt das offizielle Kampfrichterurteil. Der Sieg geht in die rote Ecke zu Aria Farzide. Beide Kampf im Turnier, da vorzeitig beendet worden sind. Das Turnier macht